Hallo und willkommen zurück an Tag 2 hier bei den Red Bull Romaniacs 2017 zusammen mit Touratech und der R9X. Sibiu, das Zentrum der Veranstaltung, liegt unweit der Ausläufer der Karpaten, wo sich die Teilnehmer schon bald der geballten Herausforderung der Rallye stellen müssen. Und während wir schon mal einen ersten Blick auf die Landschaften in der Umgebung werfen, brennt in der City heute der Asphalt am Tag des Prologs auf dem großen Boulevard mitten in der Innenstadt. Nachdem wir uns gestern zusammen mit unserem R9X-Piloten Gerhard Forster den Prolog-Parcours angesehen haben, stehen heute die Fahrer aus den verschiedenen Klassen am Start und kämpfen um die Startplätze für den ersten Renntag. Etliche tausend Zuschauer haben sich hier in Sibiu versammelt, um Profis und Hobbyfahrer auf ihrem Weg durch die Hindernisse anzufeuern. Und die haben es echt in sich. Heute war der Prologtag und der Prolog ist für die Fahrer der Gold-, Silber- und Bronzeklasse verpflichtend. Für uns in der Allenklasse ist es freiwillig, macht nur etwas in der Startreihenfolge aus. Wir haben uns dagegen entschieden, freuen uns jetzt auf die nächsten vier Offroad-Tage, die quasi von Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag stattfinden. Und am Samstagabend wird abgerechnet. Sollten wir es schaffen, nicht zweimal über die Zeit zu kommen, wären wir mit dem Motorrad in der Wertung. Und das ist unser großes Ziel. Für uns sind allerdings nicht die Top-Fahrer aus der Gold-Klasse entscheidend, sondern unsere Blicke richten sich heute auf das Fahrerfeld der Iron Class, also die Wettbewerber, die in der gleichen Klasse wie unser Fahrer Gerhard Forster an den Start gehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, es wird das härteste Rennen meines Lebens, aber ich werde es irgendwie schaffen. Mit dabei auch zwei bekannte Gesichter aus der Touratech-Zentrale, denn Philipp Dobertin und Peter Hanner sind als Privatfahrer ebenfalls in der Iron Class dabei und werden natürlich vom gesamten Team auf dem Weg durch den Prolog angefeuert. Ja, erste Mal Prolog bei den Red Bull Romaniacs. War hart und es hat sich doch herausgestellt, ich hätte mehr trainieren sollen. Aber geschafft, nichts kaputt gegangen, wir sehen können alles noch dran. Also, I'm Wilson, come from Hong Kong, China. Yeah. Yeah, very funny, but very tight. Enjoy, enjoy, enjoy. Thank you. Rumänien und die Red Bull Romaniacs haben aber noch mehr zu bieten als pure Enduro-Action. Denn die Ausläufer der Karpaten und die Umgebung machen dieses Rennen zu einem echten Highlight im Enduro-Terminkalender. Grund genug, heute schon mal einen Blick auf die Landschaften zu werfen, die die Fahrer in den nächsten Tagen erwarten. In der Iron Class wartet auf Gerhard Forster auf der R9X noch eine weitere Herausforderung, denn das Team von Chris Birch und KTM ist ebenfalls mit den großen Brocken angerückt. Zweizylinder extrem in der Iron Class, also mit der KTM 1090 Adventure R. Die bittere Nachricht von gestern, Chris Birch verletzt, Hand gebrochen und noch vor dem Start ausgeschieden. Sein Teamkollege Quinn Cody ist aber mit der 1090er am Start. Und heute gibt es zur Eröffnung des Prolog-Finales der anderen Klassen deshalb noch eine kleine Ehrenrunde für die beiden Zweizylinder.
Ja, ganz kurz hat es jetzt entschieden. Das wäre ein bisschen eine harte Sache mit den großen Bikes. Aber ein paar Sachen müssen wir einfach rausnehmen. Aber wir probieren alles, was funktioniert jetzt. Das war's von heute. Morgen melden wir uns wieder mit den Bildern vom ersten Renntag. Also, dranbleiben!